Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Episode von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes Season 2, unserer grandiosen First Order Edition. Heute heißt es wieder Große Arena Meisterschaft. Wir sind in Carbonite 2 im ersten Kampf, Runde 3. Und es kommen noch zwei Kämpfe im Laufe des Events, die jeweils aus drei Runden bestehen. Also haben wir noch tonnenweise Action. Unser Fähigkeitswert ist bei 1071. Wir halten uns also gerade so in Carbonite 2. Wir haben die erste Runde gewonnen. Die zweite Runde haben wir verloren. Das hängt damit zusammen, dass ich nicht aktiv spielen konnte und dementsprechend musste ich die Runde aussetzen, was sehr, sehr schade ist. Aber hey, das kann passieren. Hoffentlich gewinnen wir jetzt ab für Runde 3. Gucken wir uns mal ganz kurz an, wie das Ganze ausgegangen ist. Also, erinnert ihr euch noch an Runde 1? Da ging es ja darum, dass wir die Ehre der ersten Ordnung verteidigen. Wir haben alles gegeben. Unser Gegner konnte uns am Ende nicht wipen komplett. Hat also hier Phoenix-Team nicht bekämpft und dementsprechend haben wir tatsächlich noch den Sieg geholt. Also die Ehre der ersten Ordnung nicht nur verteidigt, sondern auch noch einen Sieg geholt mit der ersten Ordnung. Lord Strudel, der Klapperkopf mit Salbar als Profilbild, war unser Gegner in Runde 2. Allerdings habe ich diese Runde nicht gespielt. Der hat uns komplett gewiped mit 874 Punkten. Ich weiß nicht so genau, ob ich eine Chance gehabt hätte. Also ich muss euch das nicht zeigen. Der hätte jeden Kampf auf Anhieb gewonnen. Wir hätten dann gegen ihn kämpfen müssen. Das Team hier hätten wir sicher ganz leicht geschafft. Die Frage ist halt nur, wäre es dann mit den anderen Teams ausgegangen? Und das Team hier hätten wir auch ziemlich leicht geschafft. Das letzte Team, weiß ich nicht, was er da drin gehabt hätte. Und ich gucke mal ganz kurz hier rein. Theoretisch hätten wir, auch wenn er 2,7 Millionen GM hat, hätten wir ihn theoretisch schlagen können. Übrigens Gilde Austria hier, hätten wir ihn schlagen können, wenn das Team, das er ganz hinten drin gehabt hätte, schlagbar gewesen wäre für beispielsweise Kylo Ren alleine oder so, ja. Da hätten wir vielleicht ganz knapp gewinnen können, aber es ist so ein Hätte-wäre-wenn, weil wir konnten den Kampf nicht spielen. Also GGs an Lord Strudel, der hier ein leichtes Spiel hatte mit uns. Wir werden ihm ja aber kein leichtes Spiel machen. Dem guten Hybrid Ramo oder Raymo, wie auch immer. Er ist ein General und er hat hier einen Trupp. Scout-Truppler oder wie die heißen, ne? Vista Spähtruppler als Profilbild und er hat schon reliktete Einheiten hier. Das kann sehr, sehr gefährlich werden für uns. Ihr seht, er hat 5 Millionen GM. Home One Break Room ist seine Gilde und ich bin echt gespannt, wie wir überhaupt eine Chance haben wollen gegen den, weil der hat 5-mal mehr GM als wir. Sehr, sehr viele reliktete Einheiten. Das einzig Gute wäre, wenn er sich halt seine stärksten Einheiten für die Offensive aufgehoben hat und die schwächeren in die Defensive gestellt hat, weil das wäre im Prinzip so, wie wir spielen, voll auf Offensive, 100%iger Spaß in der Offensive und dann kann es sein, dass wir vielleicht sogar gewinnen können, wenn wir besser offensiv spielen als der Gegner. Also gucken wir uns das Ganze an, direkt nach dem Intro. Los geht's! Wenn wir den Raum betreten, dann sehen wir, dass noch nichts passiert ist. Und wir haben es hier mit Jedi Training Ray und Newt Gunray zu tun. Zwei Rays, ne? Jedi Training Ray und Newt Gunray. Und bei uns hat er noch gar nicht versucht durchzubrechen, so wie es aussieht. Also er hat noch keine Punkte geholt, das heißt, ich brauche gar nicht schauen, weil der hat noch keinen einzigen Kampf versucht. Wir werden aber Kämpfe versuchen. Also gucken wir jetzt mal hier rein, spielen die Offensive. Ich meine, er hat noch 5 Stunden Zeit, da kann noch viel passieren. Hier ist also eine dreifach gesäterte Jedi Training Ray. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil die können uns betäuben. Das halte ich immer im Hinterkopf. Da gehen wir jetzt einmal hier rein, gucken mal, was sich hier befindet. Und hier ist Dooku und Grievous mit dabei. Auch das kann ziemlich gefährlich sein, dieses Team hier. Und da würde ich gerne ein bisschen strategisch vorgehen. Ich will wissen, was der Gegner hinten drin hat. Das heißt also, wenn wir jetzt hier gegen dieses Team kämpfen und ich will strategisch vorgehen, dann meine ich damit, dass wir dieses Team hier nehmen. So ein One-Shot-Team. Also das hier praktisch. Ne? Weil wir können Gegner betäuben. Wir können Gegner gezielt mit großem Schaden einzeln angreifen. Das halte ich wichtig für den Kampf gegen Count Dooku beispielsweise. Und auch gegen Grievous natürlich. Ne? Also nehmen wir dieses Team hier. So, und natürlich können wir auch viel ausweichen, sind schnell, machen großen Schaden und so ein Kram, ne, wegen der Omikron und der Anführerfähigkeit von Phasma. Ich glaube, das ist so the way to go. Dann wollen wir mal, Freunde, den wollen wir zuerst loswerden. Der wird aber die Aufmerksamkeit rumschicken. Es wird also schwierig, den zuerst loszuwerden. Das heißt also, im Prinzip wollen wir Dooku zuerst loswerden, allerdings provoziert der. Was wir jetzt erst mal machen ist, ich meine Kontert, wir geben erst einmal, Zugleiste. Wir sind eh schneller als, so viel schneller als die Gegner. Pass mal auf. Wir greifen erst einmal hier normal ihn an. So, ganz normal. Dann machen wir erstmal hier Schaden auf alle, damit die alle langsamer werden. Grievous lenkt keine Aufmerksamkeit rum. Der tankt, das passt. Wir können auch Grievous jetzt killen. Das ist super. Also killen wir ihn mal schnell. Sehr schön. So, als nächstes versuchen wir die anderen Einheiten loszuwerden. Von ihm würde ich gerne mal die Unsichtbarkeit triggern.
Sehr schön. Wir haben auch Bonus-Zugleiste bekommen, denn die Unsichtbarkeit ist getriggert von ihm. Super klasse. Wir können jetzt das Bestechen wegmachen. Ich mache das aber nicht. Ich greife jetzt die Doku an mit einem kritischen Treffer. Boom. Oh, der Angriff ging daneben. Wir haben verfehlt. Das gibt's nicht. Der macht alle unsichtbar. Wir müssen jetzt den Tank angreifen. Das passt aber soweit. Wir machen das hier und geben ihr hier Bonus-Zugleiste und geben uns allen Zugleiste. Super klasse. Jetzt greifen wir ihn hier normal an. Sehr schön. Machen das hier. Boom. Dann hat er Waffenimmunität. Ist aber auch gleich erledigt, weil wir einen Bonusangriff bekommen haben. Jetzt betäuben wir mal Doku. Provozieren weiterhin mit Kylo. Haben das aber verloren, weil er dieses Zeug hat. Wir verlieren alle unsere Buffs. Setzen unsere Abklingzeiten zurück, greifen dann ihn hier an. Superklasse. Also, solange wir bestochen sind, verlieren wir am Ende unserer Runde alle unsere Buffs, ne? Ist aber nicht weiter schlimm, das stört uns nicht so sehr, weil wir eh tonnenweise Buffs haben. Und zack, ihn erledigt haben. Super. Wir haben nicht viele Einheiten mit vollem Schutz, wir haben aber den Kampf gewonnen. Ich hätte auch ein kleineres Team mitnehmen können, das wäre wahrscheinlich besser gewesen hier. Für mehr Punkte, für den Fall, dass der Gegner uns auch wiped. Gucken wir, was sich hier hinten drin befindet. Da ist ein Sith-Triumvirat. Oh Mann, das ist übel. Und da ist sogar noch Bastila Shan dabei. Okay, pass auf. Wir werden hier... Die kann uns isolieren, die können uns aber nicht betäuben. Die können uns verwirren. Die können uns Furcht geben und so ein Kram. Ich würde gerne was probieren. Ich würde gerne dieses Team hier spielen. Aber nur ihn. Also nur Kylo Ren praktisch. So, ich würde es gerne einfach machen. Gucken, wie wir uns hier schlagen, okay? So, wenn wir den Kampf verlieren, ist es egal. Der Gegner scheint sowieso nichts zu machen. Wenn wir die Runde verlieren, sei es eben drum. Aber zumindest habe ich auch probiert, wie wir uns hier schlagen, okay? Also ich mache erst einmal hier Schaden auf alle. So, wunderbar. Bekommen dadurch nämlich Konter. Wir haben Heilungsresistenz, das ist ziemlich übel. Sind auch hier verwirrt und so ein Kram. Das passt soweit aber. Okay, wir wollen Bastila zuerst gehen. Wir geben uns nochmal hier Buffs. Wir können keine Buffs kriegen. Okay, wegen ihr... das heißt, ich muss sie zuerst loswerden im Prinzip. Und wir sind noch geschockt und so Kram. Das ist ziemlich übel. Sehr, sehr schwierig für uns. Kann ich sie vielleicht irgendwie hier so? Wir haben auch Heilungsresistenz. Ich kann sie auch nicht betäuben und so Kram. Der Schaden ist zu hoch. Oh Mann, okay. Wir werden also diese Runde einfach verlieren. Ich habe nicht an die Heilungsresistenz gedacht, die beiden machen können. Also die Heilungsresistenz, die von den Charakteren kommt. Das ist ziemlich übel. Okay, gut. Na, was soll's. Dann gehen wir jetzt nochmal hier rein, gehen auf Truppauswahl und wählen dann hier einfach mal unser Imperium und machen die Gegner mal ganz schnell platt hier. So, deren Zugleiste ist geladen, die haben uns verwirrt, das ist in Ordnung. Wir haben Furcht bekommen und so ein Kram, wir geben das hier jetzt Vader. Da hat er nämlich doch keine Debuffs mehr. Kann jetzt erstmal hier so Schaden über Zeit auf alle Gegner machen, wunderbar. Gehen in Rage-Mode, greifen dann jeden einmal an. Ich hätte das natürlich vorher machen sollen, ne, ganz klar. Aber ich wollte einfach mal gucken, wie sich unser Kylo schlägt. Ich mache so ein bisschen Limit-Testing manchmal. Wenn ich das Gefühl habe, dass wir den sowieso gewinnen, oder dass der Gegner inaktiv ist oder sowas in der Art, ne, dann mache ich das gerne, solche Dinge. Wir schmeißen jetzt unser Stöckchen auf ihn hier. Super, bekommen ganz viel Bonuszugleiste, greifen dann ihn hier an. Sehr gut. Der soll ruhig angreifen. Machen mal das hier. Verstärken uns hier. Nehmen den mal raus. Wunderbar. Oder konnten den nicht rausnehmen, okay. Ich gehe nochmal in Rage-Mode mit Vader. So, dann greife ich nochmal ihn hier an. Wunderbar. Dann greife ich sie hier an. Sehr schön. Die hat ganz viel Bonuszugleiste. Alter Verwalter. Machen nochmal hier Debuffs auf alle Gegner. Und dann schmeißen wir auf sie ihr Stöckchen. Super, okay. Kann ich sie hier so ein bisschen schneller machen? Okay, Fähigkeitenblockade ging nicht. Ich würde mal sagen, wir schocken erstmal alle. Sehr schön. Versuchen dann erstmal, sie zuerst rauszunehmen hier. Die gute Treya. Schwächen mal alle Gegner hier. Durch die Debuffs bekommt die natürlich auch ganz viel Bonusschutz und so ein Kram. Geben wir nochmal das hier ihm. Superklasse. Greifen mal sie an, damit sie geschockt wird. Machen mal das hier. Sehr schön. Nehmen sie mal raus. So. Schaden auf alle bitte, um den Zugleister zu nehmen. Und dann gehen wir jetzt erstmal hier in den Rage-Mode. Sehr gut. Und schmeißen mal Stöckchen auf sie, damit sie erstmal down ist. Wunderbar. Dann machen wir nochmal Schaden über Zeit auf alle hier. Sehr schön. Und dann greifen wir sie an. Okay. So, jetzt müssen wir noch sie platt machen. Einen nach dem anderen. Also, ne, mit einem Angriff nach dem anderen hier. Dann ist sie erledigt. So. Ich wollte einfach mal gucken, wie sich Kylo schlägt. Wir haben natürlich nicht die maximale Punktzahl. Wir haben eine Runde verloren. Das heißt, wenn der Gegner uns komplett wiped, gewinnt er diese Runde. Aber das ist in Ordnung. Also wir haben einen Kampf verloren, ne? Aber wie gesagt, ist mir jetzt erstmal egal an der Stelle. Wir gehen jetzt hier kämpfen und nehmen dann dieses Team hier mit. Die schaffen das schon, so wie sie sind. Okay, sehr gut. Wir können den hier mitnehmen als Kanonenfutter. Komm, wir machen das mal. Wir lassen den zu Hause. Wir gehen nur mit dem Team rein. Mit dem Vierer-Team. Vielleicht prallt der Gegner ja auch einmal ab oder so, ne? Okay, wir wollen den jetzt zuerst loswerden. Also machen wir jetzt mal hier einen Schwarmangriff. Superklasse, dann ist der erledigt. Dann provozieren wir mit ihm. Sehr schön. Als nächstes wollen wir gerne sie hier loswerden. Wir geben ihm aber Bonuszugleiste hier. Wunderbar. Dann ist sie als am nächstgefährlichsten, weil sie den größten Schaden anrichten kann. Die greifen wir an, haben kritisch getroffen, dann ist sie erledigt. Der provoziert ein bisschen, das passt soweit. Und auch wenn die uns hier entblößen, wird trotzdem nicht so viel bei rumkommen für die. Superklasse. So, sehr schön. Schwarmangriff auf ihn bitte. Und dann ist auch der gute Finn erledigt. Sehr gut.
Okay, das Letzte, was wir machen müssen, ist dann noch einmal reingehen in die Flotte. Hier gegen die Flotte kämpfen und schauen, was der hier zu bieten hat. Also eine volle Rebellenflotte steht in der Verteidigung. Scheint auch seine stärkste Flotte zu sein, so wie es aussieht. Wir nehmen natürlich wieder unser stärkstes Team mit. Das heißt also ihn und wir packen mal so ihn und dann ihn. Okay, und dann das hier. Sehr gut, der SE, super. Ich habe so eine gewisse Reihenfolge, in der ich meine Schiffe auswähle, damit ich nämlich, weil ich gewohnt bin, auf eine gewisse Art und Weise zu klicken. Also meine Schiffe auf eine gewisse Art und Weise zu sehen, wisst ihr? An einer gewissen Stelle. Den wollen wir betäuben, schnellstmöglich und auch schnellstmöglich loswerden, weil der sowieso, Betäubung funktioniert sehr gut, weil der wird sowieso ziemlich viel provozieren und Weitblick bekommen zum Kram. Und ihr seht hier sehr, sehr viele Bonusangriffe, die sind sehr stark, die Rebellen hier. Wir machen trotzdem erstmal das hier, nehmen die ihre Buffs. Und das Geile ist, dem Feuer kann nicht ausgewichen oder widerstanden werden. Jetzt machen wir Schaden auf alle. Wunderbar, der kriegt wieder Weitblick. Ihr seht, was ich meine, ne? Warum der so nervig ist hier mit seinem Weitblick und so einem Kram. Ich habe aber den hier ausgebaut, unseren Tank, sodass die, dass seine Angriffe von Rebellen nicht widerstanden werden können. Als nächstes holen wir Vader. Dann regeneriert er sich hier ein bisschen. Gegner werden schwächer. Also regeneriert sich, wenn er kann irgendwie, ne? Und dann greifen wir erstmal ihn hier an. So, dann sind wir den schon mal los, ne? Superklasse. Dann greifen wir ihn hier an. Und der hat, hier, ne? Wisst ihr, Ziel erfasst. Und dann machen wir das hier. Boom, sehr schön. Dass wir den schnellstmöglich loswerden können. Der brennt immer noch, ne? Okay, der hält noch ein bisschen durch. Das ist gut. Rebellen machen weniger Schaden, solange sie brennen. Solange sie Feuer haben, ne? Das ist auch superklasse. Wir verstärken uns jetzt mal hier. Sehr gut. Vader ist dran. Vader kann ihn erstmal angreifen hier. Superklasse. Jetzt kümmern wir uns um den da. Wir müssen aber den nächsten Tag angreifen. Verpassen den hier Ziel erfasst. Das ist gut. Nehmen wir ganz kurz seine Buffs. Okay. Jetzt können wir nämlich dann den nächsten angreifen. Und hier kommt dann Wedge. Wedge greift unsere Tank an. Also Tank hält noch ein bisschen durch. Wir können jetzt hier den da angreifen. Die Ghost, das ist superklasse. Wechseln ein, holen dann ihn. Und der geht richtig ab. Weil der mit Vader zusammen ist superklasse, weil er nämlich dauernd das hier machen kann. Denn die Abklingzeit von dieser Fähigkeit seitlich wird zurückgesetzt. Jedes Mal dann, wenn wir ein zielerfassten Gegner angreifen. Das ist superklasse. Und Vader ist ja quasi Dauerzielerfasser. Ne, wisst ihr auch hier wieder. Ne, seitlich hier zum Beispiel. Boom, sehr schön. Und der greift uns jetzt hier zwar an, das ist aber in Ordnung. Wir regenerieren uns sehr, sehr viel. Und jetzt würde ich mal sagen, machen wir unseren stärksten Angriff auf ihn. Dann sind wir den nämlich los und der hat nur noch einen Tank hier. Vader greift den wieder an, der ist Ziel erfasst. Greift ihn nochmal an, der wird ganz, ganz viel brennen. Machen seitlich auf ihn und wenn er dran ist, wird er verbrennen. Aber vorher verbuffen wir uns. Buffen wir uns mal ein bisschen und heizen damit Kylo drauf. Und die erste Ordnung macht den finalen Schlag für den Sieg gegen die Flotte. Okay, Freunde. Wir haben also die Gegner einmal komplett gewiped. Wir haben 841 Punkte. Wir hätten wesentlich mehr Punkte haben können, wenn wir den letzten Kampf hier, also in dem letzten Feld hier, nicht zwei Kämpfe gebraucht hätten. Man kann sagen, hey Kara, du hättest das kommen sehen müssen. Ja, ich weiß, aber ich will trotzdem ein bisschen Limit-Testing machen mit Kylo Ren. Ja, wann immer ich kann, muss Kylo Ren irgendwie alleine rein. Aber ich habe die Heilungsresistenz vergessen, die ist halt sehr gefährlich. Und deswegen konnten wir keinen Schutz regenerieren. Das hat uns vor allem den Kampf so schwierig gemacht und isoliert und so ein Kram. Also wir hatten Buff-Immunität ohne Ende und Heilungsresistenz und so. Und da konnten wir auch keine Konter mehr kriegen. Aber gut, beim nächsten Mal weiß ich Bescheid. Vielen lieben Dank, Freunde, fürs Zuschauen. GG an die Güten, Halbredremme. Und ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen bei der nächsten Episode. Und dann machen wir gemeinsam den nächsten Kampf, Runde 1 aus der Großen Arena Meisterschaft. Vielen Dank und bis dann, möge die Macht der Ersten Ordnung mit euch sein.